Hallo! Heute zeige ich euch drei Kassetten, die ich als Kind gehört habe. Viel Spaß! Nummer 1. Bibi Blocksberg. Das ist Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg ist ein 13-jähriges Mädchen. Sie lebt mit ihrer Mutter Barbara Blocksberg und mit ihrem Vater Bernhard Blocksberg in Neustadt in Deutschland. Bibi und Barbara Blocksberg sind Hexen. Sie können beide hexen. Barbara Blocksberg, die Mutter, kann sehr gut hexen. Aber Bibi muss noch lernen. Bibi geht auf eine normale Schule. Dort hat sie zwei Freundinnen und einen Freund. Bibi geht aber auch auf eine Hexenschule mit ihren zwei Hexenfreundinnen. Diese Serie heißt Bibi Blocksberg. Aber es gibt auch die Serie oder die Reihe Bibi und Tina. Tina ist eine sehr gute Freundin von Bibi. In dieser Reihe ist Bibi bei ihrer Freundin Tina auf einem Bauernhof. Auf diesem Bauernhof von der Familie von Tina verbringt Bibi immer ihre Ferien. Auf dem Bauernhof gibt es hauptsächlich Pferde. Es gibt auch andere Tiere, zum Beispiel Hühner, aber hauptsächlich Pferde. Bibi und Tina machen gemeinsam oft Wettrennen mit den Pferden. Nummer 2. Hui Bu, das Schlossgespenst. Hui Bu ist der Name von einem Gespenst. Ein Schlossgespenst. Hui Bu lebt auf dem Schloss Burgeck. Hui Bu spukt schon seit vielen, vielen Jahren auf Schloss Burgeck. Hui Bu ist tot, richtig? Er ist ein Gespenst. Aber als Hui Bu noch gelebt hat, als er noch eine Person war, war er ein Ritter. Und dieser Ritter hieß Balduin. Das ist der Name von dem Ritter. Aber dann ist der Ritter Balduin gestorben und Balduin wurde zu Hui Bu. Hui Bu wohnt in einem Turm auf Schloss Burgeck. In diesem Turm schläft Hui Bu tagsüber und nachts um Mitternacht um 0 Uhr fängt Hui Bu an zu spuken. Doch leider ist Hui Bu nicht sehr gut im Spuken. Er ist ein schlechtes Gespenst. Dann, eines Tages, ist König Julius, der 111. nach Schloss Burgeck gekommen. König Julius ist der Erbe von Schloss Burgeck. Das heißt, Schloss Burgeck hat seinen Vorfahren gehört, aber jetzt sind die Vorfahren gestorben und jetzt bekommt Julius Schloss Burgeck. Das heißt, Julius kommt nach Schloss Burgeck und zieht ein. Er wohnt jetzt in Schloss Burgeck. Und das gefällt Hui Bu gar nicht. Hui Bu sagt, das ist mein Schloss. Das Schloss gehört mir, nicht Julius. Hui Bu will, dass Julius wieder geht. Und deswegen versucht Hui Bu, Julius
zu erschrecken und weg zu spuken. Um Mitternacht kommt Huibu aus seinem Turm und er spukt und spukt und er versucht, Julius zu erschrecken. Aber Julius hat keine Angst. Huibu kann nicht gut spuken und König Julius sagt: Was machst du da? Du sollst ein Gespenst sein? Tut mir leid, aber du bist nicht gruselig. Huibu ist erst sehr wütend und er versucht es wieder und wieder. Aber Julius bleibt auf Schloss Burgegg und nach einer Weile werden die zwei beste Freunde. Nummer 3. Ein Fall für TKKG. TKKG ist eine Gruppe von 4 Jugendlichen. Jugendliche sind Kinder, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sind. Tim, Karl, Klößchen und Gabi. TKKG steht für die Anfangsbuchstaben von den Namen der Kinder. Tim ist der Anführer von der Bande. Tim macht Kampfsport, zum Beispiel Judo, Jiu-Jitsu und Kung Fu. Karl hat ein sehr gutes Gedächtnis. Das heißt, Karl kann sich sehr gut an Dinge erinnern. Klößchen ist sehr lustig. Und er liebt Schokolade. Der Vater von Klößchen arbeitet in einer Schokoladenfabrik. Gabi ist sehr mutig und gerecht. Gabi hat einen Hund und der Hund heißt Oskar. Gabi liebt Tiere. Ihr Vater ist ein Polizist. Und zusammen lösen die 4 Kriminalfälle. Also, wenn etwas Schlimmes passiert ist, helfen Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Sie helfen, den Fall zu lösen und die Kriminellen zu schnappen. Die 4 sind also wie Detektive und geraten immer in gefährliche Abenteuer. Das waren die 3 Hörspielreihen, die ich als Kind gehört habe. Habt ihr noch Kassetten gehört, als ihr klein wart? Schreibt es unten in die Kommentare. Also, bis bald. Tschüss.